Zur Zeit, als Bagdad noch die reichste und prächtigste Stadt des Morgenlandes war, lebte dort eine arme Witwe mit ihrem Sohn Aladdin. Aladdin hatte eine schöne Gestalt und einen lebhaften Geist. Aber er hatte keine Lust zu ernsthafter Arbeit. Als er 15 Jahre alt war, schämte er sich, dass er seiner Mutter immer noch zur Last fiele. Deshalb nahm er Abschied von ihr und beschloss, sich bei einem Herrn als Diener zu verdingen. Nun war zu der Zeit gerade ein Fremder in Bagdad eingetroffen, den man wegen seines fremdländischen Aussehens und seiner Kleidung den afrikanischen Zauberer nannte. Geheime Künste hatten ihm gezeigt, dass in der Nähe von Bagdad eine Höhle sei, in der eine Wunderlampe brenne. Und die wollte er gern besitzen. Es durfte sich aber nur jemand in die Höhle wagen, der von der Zauberkraft der Lampe nichts wusste. Nun war der Zauberer auf der Suche nach einem Nicht-Eingeweihten, der ihm helfen würde, die Lampe zu bekommen. Diesem seltsamen Manne begegnete Aladdin und verdingte sich bei ihm als Diener. Aladdin folgte dem Manne vor die Stadt in ein schmales Tal und dort trug er auf des Zauberers Geheiß dürres Reisig zusammen, um ein Feuer anzuzünden. Als die Flamme hoch aufloderte, schüttete der Mann unter seltsamen Gebärden etwas ins Feuer hinein und schwang seinen Zauberstab darüber. Sogleich ertönte ein furchtbarer Donnerschlag, sodass die Erde zitterte und bebte und sich öffnete. Aladdin erkannte, dass er in die Hände eines Zauberers geraten war. Aber als er fliehen wollte, versetzte ihm der Zauberer eine Ohrfeige und sagte: Du hast mir gelobt zu dienen, so musst du auch gehorchen. Hebe diesen Stein aus der Erdspalte, die sich da vor deinen Füßen geöffnet hat. Voller Furcht tat Aladdin, was ihm geheißen war. Unter dem Stein aber wurde eine halb verwitterte Treppe sichtbar, die in die Tiefe führte. Der Zauberer befahl: Da steige ich hinab. 3 glänzende Gewölbe werden sich vor dir öffnen. Kümmere dich aber nicht darum, sondern gehe schnell durch sie hindurch. Schließlich wirst du an einen Garten kommen. Im Hintergrund wirst du dort eine Marmorhalle erblicken. Und dort brennt in einer Nische eine Lampe. Lösche die Lampe, gieße das Öl heraus und bring sie mir her. Damit dir aber kein Unglück geschehen kann, stecke ich dir diesen Ring an den Finger. Er wird dich vor jeder Gefahr schützen. Und nun beeil dich! Aladdin, der sich jetzt kaum noch fürchtete, sprang die Treppen hinab, lief durch die 3 Säle, fand auch die Lampe, goss das Öl heraus, steckte sie in die Tasche und eilte zurück. Aber die Früchte an den Bäumen des Gartens, durch den er lief, sahen so verlockend aus und so farbenprächtig, dass er erst noch von ihnen pflückte. Sie schienen von Glas zu sein. Der Zauberer harrte unterdessen ungeduldig auf die Rückkehr des Jungen. Als er Aladdin am Fuß der Treppe erblickte, rief er: Die Lampe! Wo ist die Lampe? Aber so eilt doch nicht, werter Meister! Schaut euch doch lieber den herrlichen Garten an! Willst du wohl still sein und mir sofort die Lampe geben? Ja, ja, ich bin gleich oben, Herr! Aber Aladdin machte gar keine Anstalten, hinaufzusteigen. Jetzt wurde der Zauberer wütend. Er hatte den Plan gehabt, sich von Aladdin die Lampe heraufreichen und ihn dann in der Höhle umkommen zu lassen, damit niemand Mitwisser des Geheimnisses von Höhle und Lampe sei. Jetzt sah er sein Vorhaben vereitelt. Warte, elender Bursche! Das soll dir schlecht bekommen! Und er schleuderte den Stein auf die Öffnung der Höhle, sodass Aladdin unten gefangen saß. Dann entfernte sich der Zauberer und schiffte sich sofort nach Afrika ein, ohne in den Besitz der Lampe gekommen zu sein. Aladdin aber irrte nun tagelang in der Höhle umher. Er war schon dem Verhungern nahe. Da rang er in seiner Verzweiflung die Hände und bat Allah um Erlösung. Und wie er so seine Hände zum Himmel hob, drehte er unwillkürlich den Ring des Zauberers an seinem Finger und plötzlich erschien eine merkwürdige Gestalt vor ihm und sprach: Ich bin der Sklave des Ringes, den du am Finger trägst. Befiehl, was ich tun soll. Schaff mich nach Bagdad zu meiner Mutter. Kaum hatte er das gesagt, als er auch schon zu Hause war.
Mutter, liebe Mutter, bring mir etwas zu essen. Ich bin dem Verhungern nahe. Und als er sich gestärkt hatte, erzählte er ihr, was er erlebt hatte. Zuerst wollte die Mutter ihm nicht glauben. Aber als er die schimmernden Glasfrüchte und die Lampe vorzeigte, verschwanden ihre Zweifel. Aladdin meinte, wir sollten die Glasdinger verkaufen. Vielleicht bekommen wir ein wenig Geld dafür. Ach, wer wird für unnützes Glas Geld ausgeben? Eher werden wir für die Lampe etwas bekommen. Ich will sie ein wenig putzen, dann gilt sie gleich mehr. Kaum hatte die Mutter aber angefangen zu reiben, als eine riesige Dunstwolke ins Zimmer schwebte und ein Geist rief, ich bin der Sklave der Lampe. Was befiehlst du, dass ich tue? Schaff uns etwas zu essen heran, lieber Geist. Der Geist verschwand, kam aber sogleich zurück und trug ein Tablett mit silbernen Schüsseln und Tellern und herrlichen Speisen. Das stellte er ab und verschwand wieder. Oh, welch ein Glück, liebe Mutter. Das Geheimnis der Lampe ist entdeckt. Nun ist alle Not vorbei. Und der Geist brachte ihnen jeden Tag, was sie nur wollten, und es ging ihnen gut. 5 Jahre lebte nun Aladdin mit seiner Mutter in Wohlstand. Da bemerkte er eines Tages, als er durch Bagdad schlenderte, am Fenster des Palastes, in dem der Sultan wohnte, Fatime, die schöne Tochter des Sultans. Er empfand eine große Zuneigung zu ihr, und als er nach Hause kam, bat er seine Mutter, zum Sultan zu gehen und für ihn um die Hand der schönen Prinzessin Fatime zu bitten. Zieh dein bestes Kleid an und bring ihm die herrlichen Früchte, die ich aus der Höhle mitgebracht habe. Ich weiß jetzt, dass sie kein Glas, sondern kostbare Edelsteine sind. Und du wirst Gnade vor den Augen des Sultans finden. Seufzend machte sich die Mutter auf den Weg zum Palast mit einer Schale voller herrlicher Edelsteine. Sie warf sich vor dem Sultan auf den Boden und dieser fragte schließlich huldvoll, sprich, gute Frau. Was führt dich zu mir? Da erzählte sie unter 1000 Entschuldigungen von der großen Liebe ihres Sohnes zu der schönen Prinzessin Fatime und dass sie gekommen sei, für den Sohn um ihre Hand zu werben. Anfangs lächelten der Sultan und sein Hofstaat, als sie aber die Schale mit den Edelsteinen sahen, waren sie außer sich vor Staunen. Schön, wie herrlich. Wie reich muss dein Sohn sein, wenn er solche Kleinodien verschenken kann. Geh nach Hause und sage ihm, dass ich ihm meine Tochter zur Frau geben werde. Aber er muss zuvor noch 40 solcher Schalen wie diese, gefüllt mit Edelsteinen und Goldstücken, durch 40 der schönsten Sklaven zu mir senden. Aladdin vernahm diese Botschaft mit Freuden. Um Mitternacht begab er sich mit der Wunderlampe auf einen großen, freien Platz, dem Palast des Sultans gegenüber, rieb die Lampe und gab dem Geist den Auftrag, die Geschenke für den Sultan herbeizuschaffen. Außerdem errichte mir noch in dieser Nacht hier einen Palast, so groß und schön, wie noch niemand gesehen hat. Da ertönte ein Donnerschlag und vor Aladdins Augen stieg ein Palast aus der Erde empor, so schön, wie er sich keinen hätte träumen lassen. Am nächsten Morgen schon wusste ganz Bagdad, was in der Nacht geschehen war. Und der Sultan schaute aus seinem Fenster auf den gegenüberliegenden Palast. Da wurde ihm gemeldet, dass der Herr des Zauberpalastes ihm und seiner Tochter huldigen wolle. Und er begab sich mit seinem ganzen Hofstaat in den Thronsaal. Aladdin, der mit seiner Mutter gekommen war, legte die mitgebrachten Geschenke vor den Stufen des Thrones nieder. Dann erkannte der Sultan die Witwe, die gestern für ihren Sohn um die Hand seiner Tochter angehalten hatte. Er umarmte Aladdin als seinen zukünftigen Schwiegersohn und auch Fatime war es zufrieden, denn der schöne Aladdin gefiel ihr sehr gut. Und noch am selben Tage fand die Hochzeit statt. Während sich dies alles in Bagdad ereignete, saß der afrikanische Zauberer grollend zu Hause und trauerte über die verlorene Lampe. Er hatte aber von seinen ausgesandten Luftgeistern erfahren, dass Aladdin der Schwiegersohn des Sultans geworden sei, in einem prächtigen Schlosse wohne und dort auch die Lampe aufbewahre. Er reiste also deswegen sogleich nach Bagdad, um nun endlich in den Besitz der Lampe zu kommen. Eines Morgens, als Aladdin gerade mit seinem Schwiegervater auf die Jagd geritten war,
erschien der Zauberer in Gestalt eines Lampenhändlers im Hofe vor Aladins Palast und rief: Lampen, 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 ich tausche alte Lampen gegen neue. Das hörte Fatime. Und weil sie das Geheimnis von Aladins Wunderlampe nicht kannte, befahl sie einer Dienerin, die verrostete Lampe aus dem Schlafzimmer zu holen und sie dem Lampenhändler zu übergeben. Damit hatte der Zauberer gerechnet. Er entriss der Dienerin die Lampe, rieb sie sofort und gab dem erscheinenden Geist den Befehl, das Schloss mit der gesamten Dienerschaft und allen Insassen nach Afrika in seinen Garten zu versetzen. Und es erhob sich wirklich sogleich in die Lüfte und war verschwunden. Als Aladin mit dem Sultan von der Jagd zurückkehrte, sahen sie, was geschehen war. Aladin verfiel in große Traurigkeit. Aber der Sultan wurde zornig und ließ Aladin in einen tiefen Kerker sperren. Schaffst du mir nicht meine geliebte Tochter und den Palast binnen 3 Tagen wieder zur Stelle, so lasse ich dir den Kopf abschlagen. Da saß Aladin nun im Keller und wusste sich nicht zu helfen. Er dachte, diesen Streich gespielt habe, aber was konnte er vom Gefängnis aus gegen ihn unternehmen? Wie vor Jahren in der Höhle mal die Hände und flehte Allah um Erlösung und Hilfe an. Und wie vor Jahren drehte er auch diesmal den Zauberring, den er ganz vergessen hatte, an seiner Hand. Der Geist des Ringes erschien und fragte ihn nach seinen Befehlen. Bringe mich sofort dahin, wo meine Gemahlin lebt! Als Aladin sich umsah, stand er schon in den Gemächern seines Palastes. Seine liebe Fatime eilte auf ihn zu und schloss ihn unter Freudentränen in die Arme. Ach, wie froh bin ich, lieber Aladin, dass du bei mir bist. Ich fürchte mich so vor dem Zauberer. Gleich wird er wiederkommen und mich fragen, ob ich seine Frau werden wolle. Du musst hier verschwinden, denn wenn er dich sieht, bringt er dich sofort um. Habe keine Sorge um mich. Nimm mir dieses Fläschchen. Es enthält das stärkste Gift der Welt, aber es schmeckt wie der edelste Wein. Schütte es in des Zauberers Glas, in das dein aber fülle Wein. Tue so, als wenn du den Wunsch des Unholdes, seine Gemahlin zu werden, erfüllen wollest. Stoße dann mit ihm an, indem du ihn aufforderst, das Glas in einem Zuge auf deine Gesundheit zu leeren. Das Gift tötet sofort, denn dagegen ist er nicht gefeit. Ich aber verberge mich hinter dem Vorhang. Kaum hatte Fatime die Gläser gefüllt und Aladin sich hinter dem Vorhang versteckt, als auch der Zauberer schon erschien. Seine erste Frage an Fatime war: Willst du meine Gemahlin werden, holde Fatime? Und voller Glück hörte er, dass sie bereit sei. Ohne Zögern leerte er auf ihren Wunsch sein Weinglas in einem Zug. Im gleichen Augenblick stürzte er auch schon leblos auf den Teppich nieder. Fatimes und Aladins Freude über den Tod des Zauberers wurde noch größer, als sie unter seinem Mantel die alte, verrostete Wunderlampe entdeckten, die sie ihm jetzt ohne Furcht abnehmen konnten. Natürlich rieb Aladin sie sofort und gab dem Geist der Lampe, der gleich darauf erschien, den Befehl, den Palast mit allen Insassen sofort wieder nach Bagdad an den alten Platz zu schaffen. Der Sultan hatte sich über den Verlust der geliebten Tochter nicht zu trösten vermocht. Fast den ganzen Tag saß er am Fenster und blickte auf den Platz, auf dem das Schloss seines Schwiegersohnes gestanden hatte. Jeden Morgen fiel sein Blick auf die leere Stelle. Auch an diesem Morgen ging der Sultan sofort, nachdem er sich aus seinem Bett erhoben hatte, ans Fenster, um hinauszuschauen. Wie erstaunt war er aber, als er dort drüben den Palast sah. Er rieb sich die Augen und glaubte noch zu träumen. Aber der Palast stand da, als ob er nie fort gewesen sei, und glänzte in der Sonne. Sogleich eilte der Sultan in das Schloss hinüber und sprachlos vor Freude umarmte er bald seine Tochter, bald seinen Schwiegersohn Aladin. Dann ließ er sich alles genau berichten und alle waren sehr froh darüber, dass die Zauberei nun ein Ende haben würde. Von da an genoss Aladin an der Seite seiner Frau ein ungestörtes Glück. Er hatte auch die Wunderlampe nicht mehr nötig, denn als der Sultan wenige Jahre später starb, erbte Fatime den Thron.
Sie teilte die Herrschaft mit Aladdin und beide regierten viele Jahre lang in Weisheit und Milde, geliebt und hoch verehrt von ihrem Volk.